Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir in dieser Folge höchstwahrscheinlich wieder unendliche Ranglistenkämpfe machen und wir sind in sehr guten bei Champion zu werden. Und diese Folge könnte eventuell nicht so lange dauern, höchstwahrscheinlich noch 20 Minuten, vielleicht sogar vorher, weil ich warte auf ein Paket. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, hallo Bomber, du möchtest dich jetzt zum Kampf anmelden. Dein nächster Gegner ist auf Rang 7, der Schattengang. Gang, meine ich natürlich. Im folgenden Kampf solltest du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Ich bin danach mit einer Freundin verabredet, nimm also etwas Rücksicht und zeig mir einen guten Kampf. Okay, I'm ready. Bomber, dein Kampf beginnt, folge mir. Let's go! Falls das Paket gleich kommen sollte, vor 20 Minuten, mache ich einfach einen Cut und schneide den Rest hinten dran. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die Unaufhaltsamen, die Schattengang. Bomber und ich, wir sind unschlagbar. Bomber, wir machen dich fertig. Let's hide. Muss ich die nochmal scannen? Weil es sind ja eigentlich Parakoopas. Müsste ich doch eigentlich... Doch, ich muss die neu scannen. Dann hole ich dich schon mal... Na, warte, dann mache ich erstmal dich weg. Dann einmal... So, Einlage. Nein, nein. Oh Mensch. No, ich wollte tauschen und nicht Schauanlage bauen. Oh. Autsch. So, jetzt aber austauschen. Umbrina. Alter, aua. Machen wir erstmal den hier. Das ist ein Schattenparer. Schattenparer sind geflügelte Schattenkoopas. Maximale KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ohne Flügel sind sie normale Schattenkoopas. Ihre Angriffskraft steigt, wenn du sie umkippst. Und sie haben eine Technik, bei der sie dich und deine Partner zusammen angreifen. Am besten du besiegst sie schnell, wenn sie auf dem Rücken liegen. Ja, ich habe es auch mittlerweile mitbekommen. Oh, wie soll ich das denn blocken? Das ist doch... So, jetzt darf ich das noch nicht vermasseln. Oh nein, na... Oh fuck. Ich hoffe, der eine hat mehr als 6. Wunderbar, okay. Und ich weg. Naja, Verteidigung plus ist immer gut. So, dann bitte nochmal scannen. Das ist ein Schattenkooper. Er gehört zur Familie der Koopas. Maximale KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Anders als ein normaler Kooper greift er auch an, wenn du ihn umkippst. Dann wird er sogar noch stärker und verwendet besonders fiese Attacken. Das ist also wirklich ein finsterer Typ. Besiege ihn lieber schnell. Bin schon dabei. Oh Mensch. Na gut, dann heile ich mich halt eben. Mehr oder minder.
Wie viele Runde ist es denn jetzt? Und das ist immer noch die fünfte Runde. Ja, nice. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. So geht das. Bomba. Hey, was soll denn das? Die Stahlbrüder platzen einfach hier rein? Du hast uns damals ganz schön fertig gemacht. Das zahlen wir dir heim. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also, es geht los. Wir machen einfach den Wirbelschlag. Gott, Albert, es tut mir sowas von leid. Na gut, viel geht ja noch. Nein, ich runter bitte. Gibt er jetzt auf? Schon wieder verloren. Ja, das ist unser Bomba Luigi und wie wir ihn kennen und lieben. Ein grandioser Sieg über die Stahlbrüder in einem Kampf ohne Regeln. Du bist unschlagbar, Bomba, und wir erwarten mit Spannung deinen nächsten Kampf. Und damit endet unsere heutige Vorstellung. Also, bis bald in der Arena. Bitte, deine Gage, 17 Münzen. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt alleine. Ohne neue Nachricht. Hey Bomba, schon wieder eine Mail? Langsam wird es echt spannend. Wenn du weiter herumschnüffelst, bist du erledigt. Oh Mann, eine Drohung. Schätze, das ist diesmal aber nicht von X. Nur, wer hat sie uns dann geschickt? Du hörst wahrscheinlich die Dame. Einmal heim, bitte. Auf zum nächsten Kampf, aber erstmal. Am nächsten Kampf. Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 6. Du kämpfst gegen das Fuzzy-Trio. Im folgenden Kampf solltest du keinen Sprung benutzen. Ich möchte einen fairen Kräftevergleich sehen, okay? Zeig mir einen guten Kampf. Na, Elijah, kommst du hier hin? Vater unterhält mich jetzt hier. Nebenbei. Geräusche unterdrücken sollte eigentlich auch so weit treffen, aber falls ihr den Kater hören solltet, er sagt Hallo. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und die unersättliche Sauger, das Fuzzy-Trio. Wir lassen uns niemals besiegen. Fuzzy Fuzzy, oh, wir werden euch aussagen, Fuzzy, oh. Let's. Heda. Muss es immer so sagen, ich weiß auch nicht warum. Let's, Heda. Muss ich die alles scannen? Nur die anderen beiden. Okay, dann setze ich einfach mal Hammer ein. So, Technik und Scanner. Weit Fussi. Das ist ein Waldfuzzi. Waldfuzzi finden sich meistens, naja, im Wald.
maximal KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wie normale Fussi-Saugen sie deine KP, um sich selbst zu regenerieren. Oh, die Saugen fühlt sich ziemlich eklig an. Oder wird das vielleicht besser, wenn man sich erst einmal dran gewöhnt hat? Waldfussis können sich auch teilen. So erhöht sich die Zahl deiner Gegner. Du solltest sie also lieber schnell besiegen. Ich glaube, hier ist, der normale Block besser. Und dann würde ich mal sagen... Und dann kannst du auch nochmal scannen. Das ist eine Wiesenfuzzi. Wiesenfuzzis haben eine recht hübsche Färbung. Maximale KP 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wiesenfuzzis saugen im Kampf unsere PP ab. Also pass auf, wenn unser PP-Wert niedrig ist, können wir leider nicht mal unsere Special Attack einsetzen. Wenn sie genug PP haben, verwenden Wiesenfuzzis magische Attacken. Wir sollten sie also vorher besiegen. Oh, da ist es. Die PP machen die Wiesenfuzzis so hübsch, ist doch klar. Duh. Oh ne, der teilt sich. Oh. Ja, warte. Einmal Erdbeben. Du kannst mal eine Schauanlage machen. Dann würde ich mal sagen, kannst du noch mal eine Schauanlage machen? Dann haben wir das zweite Rad wieder voll. Und du kannst noch mal hämmern. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. So geht das. Bitte deine Gage, 18 Münzen. Herzlichen Glückwunsch zu Rang 6. Ich lass dich jetzt mal wieder alleine. Man sieht sich. Und schnüffel nicht rum. Hey Bomber, Totskofer hat dir vorhin ein Geschenk von einem Fan gebracht. Was sagen denn meine Werte? Okay, gehen eigentlich noch voll klar. Ein leckerer Kuchen. Der gibt bestimmt Kraft. Super, guten Appetit, Mario. Der leckere Kuchen hat deine Kräfte regeneriert. Okay, dann. Auf in den nächsten und letzten Kampf für heute. Hallo Bomber, dein nächster Gegner ist... Kamek-Dämonen. Im folgenden Kampf solltest du keine Items benutzen. Ein echter Kämpfer verlässt sich nicht auf irgendwelche Hilfsmittel, okay? Zeige mir einen guten Kampf. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Daumen hoch. Dein Gegner im folgenden Kampf sind der Krawall-Klempner Bomber Luigi und die finsteren Finsterlinge, die Kamek-Dämonen. Wir lassen uns niemals besiegen. Du wirst dich wundern, was echte Magie alles vermag. Let's fight. Jetzt sind die Kameks los. Dann scanne mal bitte erstmal den... roten Kamek von mir aus. Das ist ein roter Kamek, ein rot gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximale KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Neben Angriffszauber verstärkt seine Kraft auch Angriff und Verteidigung.
Ist er allein, schafft er sich durch Magie Doppelgänger. Dadurch wird es für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Ich finde allerdings nicht, dass ihm Rot besonders gut steht. Das finde ich auch nicht. Deswegen... Nein, kein Multisprung. Mach mal eine Stampfattacke. Komm. Aua. Da halt die am Arsch. Na, warte, wir machen erstmal den ersten hier platt. Geblockt. Das war nicht geblockt. So, dann einmal wieder scannen. Das war diesmal der weiße Kamek. Das ist ein weißer Kamek. Ein weiß gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximale Gruppe 7, Angriffskraft 4. Seine Spezialität sind Erfrischungszauber, mit denen er deine Gegner fit macht. Ist er alleine, schafft er sich durch Magie Doppelgänger. Dadurch wird es für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Darf er keine Items benutzen? Halt euch gegenseitig hoch. Ist mir egal. Bitte scanne jetzt nochmal den grünen Kamek. Das ist ein grüner Kamek. Ein grün gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximale KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Es kann sich selbst und deine Gegner elektrisch aufladen und durchsichtig machen. Ist er alleine, schafft er sich durch Magie Doppelgänger. Dadurch wird es für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Komm, setz mal den Wirbelstab ein. Oh Mist. Ja. Konter muss auch sein. Dann setze ich doch mal den Multisprung ein. Ja, kontern kann ich. Ich bin gespannt, wir kriegen bestimmt wieder ein Level up. Demnächst. Vielleicht noch in diesem Kapitel. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Das war ja ein Kinderspiel. Mario! Bowser? Oh, was ist das denn? Schon wieder ein unangemeldeter Kämpfer? Bomba scheint hier eine Menge Feinde zu haben, eine unglaubliche Wendung. Das ist ausgerechnet, die ich hier in Falkenheim treffe. Ja, manchmal hat man eben wirklich Glück. Und bevor ich mir das Sternjuwel schnappe, bekommst du auch noch deine Lektion. Heute zeige ich dir, was wirklich in mir steckt. Ich würde mal sagen, mach mir erstmal hier Sternenfritt und versuchen, Umbrina ein bisschen aufzuheilen. Ausgerechnet den Giftpilz triff ich immer. Immerhin etwas.
So, und dann einmal Scanner Bowser. Das ist Bowser, aber was macht er denn hier? Maximal KP 30, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ein gefährlicher Gegner. Besonders süß ist sein giftiger Biss, danach sinken deine KP ganz langsam. Nach seinen Sprungattacken kannst du bestimmt Techniken nicht mehr nutzen. Konzentriere dich ganz einfach darauf, ihn zu besiegen. Aua. So, und dann einmal Kopfnuss. Da haben wir es schon. Okay, dann einmal den normalen Sprung. Wie viel macht der? Ich würde mal sagen, austauschen und dann Alberto. Und dann Saugmatz. Mal gucken, wie viel das macht. Einfach den ganzen Bowser sich aufnimmt. Aua, Sprung gesperrt. Och nö. Dann setze ich jetzt einfach mal Erdbeben ein. Und du kannst nochmal Saugmatz machen, dabei es so ewig aussah. Typisch Mario. Findest du das eigentlich gut, deine Gegner so fertig zu machen? Ja, finde ich. Weiß ich, was ich noch gut finde? Maxi. Wobei? Ne, ich mache mir nochmal Sternfit. Versuche Blumenpunkte zu farmen. Jetzt mal jedes Mal. Und das war doch eine gute Ausbeute. Und dann nochmal Saugmatz. Kann man das überhaupt kontern? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt kann ich nochmal den hier machen. Wie macht denn deine... Macht ja überhaupt keinen Schaden. Dingste. Und dann mache ich nochmal einen Sprung. Du machst eine Schuheinlage. Müsste Kopfnuss eigentlich aufreichen, ne? Oh. Da ist ja mein Level. Ich würde tatsächlich mal PP benutzen. Mario bei Popstar, seine nächsten Kämpfe finden auf großen Bühnen statt. Das hört sich doch nice an.
Ja, das ist unser Bomber. Der unbekannte Kämpfer liegt besiegt am Boden. Du bist unschlagbar, Bomber. Und wir warten gespannt auf deinen nächsten Kampf. Aber für heute ist unsere Vorstellung beendet. Also bis bald in der Arena. Und das Paket kam immer noch nicht. Bitte deine Gage, 19 Münzen. Margo steigt auf Rang 5. Dein Rang wurde erhöht, weil du unsere Auflagen erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich. Dass dieser Kerl auch noch hier aufkreuzt, damit hätte ich ja nicht gerechnet. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tschüdelü.